In the mighty name of Jesus. Ausgestoßen, vergewaltigt, ermordet. In Nigeria werden laut Schätzungen von Hilfsorganisationen jedes Jahr tausende Kinder beschuldigt, Hexen zu sein. Oft sind es die eigenen Eltern, die glauben, ihre Töchter und Söhne seien von Dämonen besessen. Viele Kirchengemeinden und angebliche Wunderheiler befeuern den Trend. Besonders im christlich geprägten Süden des Landes verdienen sie Millionen mit bizarren Exorzismusritualen. Nigerias Regierung unternimmt kaum etwas zum Schutz der Kinder. Viele Polizisten glauben selbst an schwarze Magie. Nur ein paar Aktivisten stellen sich gegen die grausame Hexenjagd. Wir sind unterwegs im Bundesstaat Akwa Ibom im Südosten Nigerias. Hier ist die Verfolgung sogenannter Hexenkinder besonders verbreitet. Wir haben erfahren, dass in einem Dorf in der Nähe mehrere Kinder auf der Straße leben, offenbar von ihren Familien verstoßen. Aktivist David Umen will sich die Lage selbst anschauen. Für ihn und seine Ehefrau Anja Loven sind solche Einsätze trauriger Alltag. Das sind hier Gebiete, in denen sie Kinder ertränken. Wenn Kinder als Hexe gebrandmarkt werden, werfen sie manchmal einfach in den Fluss. So viele Sachen passieren hier. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Und es gibt auch viel Kindesmissbrauch. Ich erinnere mich, wie Ernest, ein Kind, das wir vor vielen Jahren gerettet haben, mit einem anderen Jungen auf der Straße schlafen musste. Eines Nachts haben sie angezündet. Ernest konnte fliehen, musste aber mit ansehen, wie sie seinen Freund mit einem Strick erdrosselt haben. In vielen Dörfern haben die Helfer Vertrauensleute, die sich melden, wenn sie von einem neuen Hexenfall hören. In einem Ziegenstall in diesem Ort sollen die verstoßenen Kinder seit einigen Monaten leben. Aber heute haben die Helfer Pech. Die Kinder sind nicht da. Eines sei gerade erst in den Wald gerannt, als es das ankommende Fahrzeug gehört habe, erzählt eine Anwohnerin. Ein Helfer hat mir gerade gesagt, dass eines der Kinder verstümmelt und getötet wurde. Getötet? Ja, erstochen, erst vor kurzem. Daher haben die anderen Angst, wenn sie Fremde sehen. Oft ist die Atmosphäre bei Rettungseinsätzen angespannt. Aber in diesem Dorf bleiben die Bewohner ruhig. Sie wären froh, wenn die Helfer die Kinder einfach mitnehmen. An Hexen glauben hier fast alle. Ich danke Gott, dass mein Enkel ausgezogen ist. Er war auch von Dämonen besessen und hat Ratten dazu gebracht, mein Bein anzunagen. Jetzt geht es mir wieder gut. David und Anja müssen unverrichteter Dinge zurückfahren. Die Kinder sind nirgends zu finden. Die Dorfbewohner wollen sie anrufen, falls sie wieder auftauchen. Land of Hope, die Organisation der beiden, kümmert sich momentan um 88 Kinder. Alle wurden von ihren Familien verstoßen. Hier bekommen sie eine Schulbildung, hier können sie spielen und malen. Vor allem lernen sie, dass mit ihnen alles in Ordnung ist. Mary lebt seit mehr als 8 Jahren in der Einrichtung. Nachdem ihre Mutter die Familie verlassen hatte, suchte der Vater Rat bei einem Pastor. Von da an hatte er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Tochter eine Hexe sei. Er wollte mich töten. Er hat mich gefesselt und wollte... Er wollte mich mit einem Messer umbringen. Ein Nachbar war in der Nähe und hat mich gerettet. Er hat mir gesagt, dass ich besser nie mehr nach Hause zurückkommen soll. Auch mein Vater meinte, ich solle mich nie mehr blicken lassen. Also bin ich weggerannt. Ich hatte so Angst, dass mein Vater mich umbringt. Mary landete auf der Straße. Mit 8 Jahren schlug sie sich allein durch, verachtet von der Dorfgemeinschaft. Einmal wurde ich auf der Straße zusammengeschlagen. Einmal wurde ich missbraucht. Ich suchte nach einem Schlafplatz. Ein Mann sagte, dass ich bei ihm unterkommen kann. Dass ich aber mit ihm schlafen muss. Also ich hatte keine andere Wahl.
Nach 2 Jahren fanden NGO-Mitarbeiter Mary und brachten sie in die Einrichtung. Seitdem ist Marys große Leidenschaft das Singen. Mehrmals die Woche probt sie mit anderen Bandmitgliedern, bald wollen sie vor Publikum auftreten. Lange Zeit habe sie selbst geglaubt, dass sie eine Hexe sei, erzählt Mary. Erst die Musik habe ihr Selbstvertrauen zurückgegeben. Wenn ich mich traurig fühle, fange ich an zu singen. Dann geht es mir besser. Musik nimmt immer etwas weg von meiner Traurigkeit. Als David und Anja ihre Organisation vor 8 Jahren gründeten, starteten sie mit nur ein paar Kindern. 2016 ging das Video einer Rettungsaktion viral. Es zeigt Anja, wie sie dem kleinen, abgemagerten Jungen Hope Kekse und Wasser gibt. Das Video hat den beiden viele neue Spender beschert, aber es hat auch ihre Hautfarben zum Thema gemacht. Denn es war nur Anja, die plötzlich in den Medien war. Eine junge Dänin, die ihr altes Leben als Verkäuferin hinter sich ließ, um Hexenkinder zu retten. Ich habe ihr manchmal gesagt, wenn ich Hope im Arm gehabt hätte, wenn ich ihm Wasser gegeben hätte, wäre das niemals so viral gegangen. Westliche Medien wollen immer die guten Taten der Weißen in Afrika zeigen. Das ist offensichtlich, das lässt sich nicht bestreiten. Umgekehrt musste Anja seit dem Video mehr als einen Shitstorm aushalten. Eine Weiße mit Helferinnen-Syndrom, das waren noch die freundlicheren Anschuldigungen. Die Leute sagen, du kommst doch nur nach Afrika, weil du Ruhm und Aufmerksamkeit willst. Du nutzt die Kinder aus, damit du berühmt wirst. Wir wollen hier nur unsere Arbeit machen, uns darum kümmern, dass es den Kindern gut geht. Sollen die anderen denken, was sie wollen. Hope lebt noch immer in der Einrichtung. Inzwischen ist aus dem fast verhungerten Jungen ein gesunder 8-Jähriger geworden. Und obwohl taubstumm, ist er Klassenbester. Heute steht ein Besuch bei Hopes leiblichen Eltern an. Es ist erst der 2. seit seiner Rettung vor 6 Jahren. Ein Wiedersehen mit den Menschen, die ihn verstoßen haben. Kein einfaches Treffen. Aber ein Grundsatz der Organisation, nur wenn die Kinder es strikt ablehnen, sind Ausnahmen erlaubt. So soll den Familienmitgliedern gezeigt werden, was aus ihren angeblichen Hexenkindern geworden ist. Alle sind angespannt, wohl auch, weil ein Kamerateam dabei ist. Der Vater gibt einige Plattitüden von sich, Hope ringt sich ein gequältes Lächeln ab. Dann sagt der Vater doch noch etwas Überraschendes. Ich hoffe, dass mein Sohn mir eines Tages verzeihen kann. Ich bete, dass er es eines Tages besser macht als ich. Im Laufe des Treffens wird klar, dass auch hier Familienprobleme eine Rolle spielten. Hopes leibliche Mutter lief weg. Die Stiefmutter brachte neue Kinder mit. Hope, der wegen seiner Behinderung anders war, war einfach nicht mehr erwünscht. Nach einer halben Stunde ist der Besuch zu Ende. Im Auto erzählt uns David, warum hier seiner Ansicht nach so viele Kinder zu Hexen erklärt werden. In der Gegend gibt es viele Analphabeten. Familienplanung ist ein Fremdwort. Die Leute bekommen Kinder, um zu zeigen, dass sie stark und potent sind. Daher ist die Geburtenrate hier sehr hoch. Und wenn du so viele Kinder bekommst, ist es schwierig, sich um alle zu kümmern. Dann steigt die Tendenz, dass sie als Hexen gebrandmarkt und verstoßen werden. Ein anderer Grund für die ausufernde Hexenjagd ist der Einfluss radikaler Kirchen. Auf dem Rückweg besuchen wir eine selbsternannte Prophetin in einem Nachbarort. In dem kleinen Andachtsraum warten bereits Angehörige eines vermeintlichen Hexenkindes und hoffen auf ihre heilenden Kräfte. Ich bete im Namen Jesu, dass alle bösen Geister verschwinden. Und wenn sie herauskommen, dann mit riesiger Kraft. Dann kann man es richtig sehen, wie die besessene Person befreit wird.
Die Heilerin zeigt uns Handyaufnahmen ihrer Veranstaltungen. Hier verlässt angeblich gerade ein böser Geist ein Mädchen. Schließlich ist sie bereit, uns bei einem ihrer Rituale filmen zu lassen. Es ist eine Mischung aus christlicher Symbolik, animistischen Vorstellungen und purem Aberglauben. Das Mädchen hat Glück. Die sogenannte Prophetin ist überzeugt, in ihr wohnt kein böser Geist. Die Beschuldigungen der Familie sind falsch. Ich sehe das oft. Ich habe schon viele Familien wiedervereinigt, weil die Hexenanschuldigungen falsch waren. Gerade als wir uns verabschieden wollen, kommt ein Vater mit seinem kleinen Sohn in den Gebetsraum. Das Kind ist hochgradig verängstigt. Der Mann gibt offen zu, dass er seinen Sohn auf der Straße schlafen lasse, ihn schlage, ihn sogar töten wolle. Angeblich habe das Kind den Eltern gestanden, besessen zu sein. Die Polizei habe ihm nur gesagt, sie wolle sich da nicht einmischen. Die vermeintliche Helferin erklärt sich bereit, sich den Jungen genauer anzuschauen. Und ganz unerwartet bricht sie in Tränen aus. Sie bestrafen so viele Unschuldige, Kinder, die sie selbst zur Welt gebracht haben. Wie kann ich als Mutter mein eigenes Kind auf der Straße schlafen lassen und es so vernachlässigen? Ich fühle mich so schlecht. Wie kann man sagen, dass dieses Kind hier eine Hexe ist? Warum bringt man es dann zur Welt? Ist es nur Show? Oder fängt die Frau tatsächlich an, den Glauben zu hinterfragen, an dem sie selbst mitverdient? David und Anja wollen den Jungen zu sich nehmen, aber sie brauchen noch die Genehmigung der Behörden und müssen ihn vorerst zurücklassen. Die Kinder, die in ihrem Zentrum ein neues Zuhause gefunden haben, konnten der brutalen Hexenjagd entkommen. Eine Hexenjagd, die in Nigeria jeden Tag das Leben Unschuldiger zerstört. Auch Mary konnte den Albtraum hinter sich lassen. Ihre Eltern werden wohl nie erleben, was für eine stolze junge Frau sie geworden ist.